Hallihallo, eine weitere Episode meines Java Tutorials. In dieser Episode geht es wieder um die Ausnahmebehandlung. Wir hatten das ja schon mal mit Try und Catch, aber da habe ich erwähnt, dass es da noch einiges mehr gibt, was man erwähnen sollte. Und genau das kommt jetzt. Und zwar haben wir ja in der letzten Episode hier eine Klonmethode gemacht und das mussten wir mit einem Try und Catch ummanteln. Und wir wissen jetzt eigentlich gar nicht genau, was wir in das Catch jetzt reinschreiben sollen. Wenn jetzt irgendein Fehler auftritt, was sollen wir denn dann machen? Ja, wir können doch nicht hier eine allgemeine Lösung finden für jedes Programm, wo wir eventuell später einen Menschen benötigen. Ja, ein Mensch, wir schreiben die Menschklasse ja nicht nur für ein Programm, sondern wir können die genau gleiche Klasse dann auch in anderen Programmen benutzen. Und genau dafür, weil wir eben hier nicht wissen, was wir da machen sollen, geben wir die Verantwortung weiter. Ja? Auf die Art und Weise müssen sich die drum kümmern, die die Methode aufgerufen haben, also in dem Fall unsere Main-Klasse. Wie geht es nun? Nun, das geht mit einem Keyword, und zwar heißt es Throws. Das schreiben wir hinter der Parameterliste. Throws. Und dann irgendeine Exception. Hier sehen wir bereits, das ist eine Clone Not Supported Exception. Ich komme nochmal zurück auf die Ausnahmebehandlung. Da gibt es immer noch mehr zu sagen, als ich in dieser Episode unterbringen werde. Das ist immer noch nicht die letzte Episode dazu. Aber auf jeden Fall Throws Clone Not Support Exception. Und dann können wir das Ganze hier löschen. Und nur das in dem. Na, so. Nur das in dem Try hier können wir noch lassen. Und auf die Art und Weise könnt ihr euch das vorstellen. Wenn jetzt eine Exception auftritt, dann ist es wie eine heiße Kartoffel. Wir wissen nicht, was wir damit tun sollen, also werfen wir sie einfach weiter. Und genau da kommt auch dieses Throws. Und das gleiche machen wir einfach noch bei dem Hund. Throws Clone Not Support Exception. Und dann können wir hier auch wieder alles löschen. Zack. Und zack. Und einrücken. So. Und jetzt werden wir hier an der Stelle gezwungen, das mit einem Try and Catch zu surrounden. So ist es auch in den normalen Klassen gemacht. Wenn wir immer gezwungen werden, da ein Surround with Try Catch, dann haben die immer ein Throws, whatever, whatever, whatever. Also irgendein Throws-Befehl. Und das machen wir jetzt einfach mal direkt. Surround with try and catch und auf die Art und Weise ist die die machen wir hier mal gleich null im Notfall. Also wenn das jetzt nicht funktionieren würde, dann würde er ja hier reinspringen. Oder ne, mach mal anders und mach mal im Catch hier M2 gleich null. So auf die Art und Weise muckt er hier nicht mehr rum, dass das ja nicht initialisiert gewesen wäre. Und jetzt können wir auch damit tatsächlich umgehen. Also wenn jetzt da irgendein Problem aufgetreten sein sollte, irgendwas, dann können wir es hier jetzt auch behandeln. Zum Beispiel eben mit einer Ausgabe. Das ePrint Stack Traces kommt auch noch in einer anderen Episode. Das lösche ich jetzt mal nicht weg, sondern schreibe drunter hier sysout. Oh nein, es ist ein Fehler aufgetreten. So, und können das eben hier an der Stelle eben so machen. Jetzt zeige ich euch noch eine, ja, recht harsche Variante, so einen Fehler zu beheben, und zwar können wir das Programm einfach beenden. Das ist ein weiterer Befehl aus der System-Klasse und zwar heißt er einfach System.exit. Auf die Art und Weise wird an der Stelle das Programm verlassen. Wir müssen hier einen Int-Wert übergeben. Das liegt daran, dass wir könnten verschiedene Exit-Punkte in unserem Programm haben. Und auf die Art und Weise, dass wir hier einen Int übergeben, könnten wir später das dann noch auslesen. Das komme ich alles später noch dazu, warum das jetzt so ist. Wir müssen da auf jeden Fall irgendeinen Int dazugeben und wir sagen jetzt einfach mal 0. Auf die Art und Weise wird, wie gesagt, das Programm einfach beendet. Und ja, der Benutzer hat dann eben Pech gehabt. Wie gesagt, das ist eine recht harsche Variante, sollte man so eigentlich nicht machen, aber jetzt habt ihr auf jeden Fall noch einen
neuen Befehl gelernt. So, das war's zu dieser Episode und zur Ausnahmebehandlung 2. Bis zum nächsten Mal.